Wir schauen uns diesmal Ja, Herr und Meister an. Wer kennt das nicht? Nahezu jede Geschichte endet eigentlich damit, dass das Gute über das Böse triumphiert. Da hat sich bestimmt schon mal der ein oder andere gefragt, was passiert denn eigentlich mit den bösen Kreaturen, die sich jetzt zurückziehen müssen, in ihre dunklen Kammern hinabsteigen und kläglich versagt haben. Ja, genau das probiert dieses Spiel jetzt zu klären. Und zwar schlüpfen die Spieler in die Rollen dieser bösen Kreaturen, die sich jetzt vor ihrem dunklen Meister Rigor Mortis verantworten müssen. Dabei probiert natürlich jeder, die Schuld von sich wegzuweisen, sodass er keine Strafe bekommt, sondern die Mitstreiter. Ja, das Ganze ist dann ein witziges Partyspiel, wo es darum geht, eine Geschichte zu erzählen. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Ein Spieler übernimmt die Rolle des dunklen Meisters und führt die anderen Spieler kurz in die Geschichte ein. Dann ist es an diesen Spielern, sich für ihr Scheitern zu rechtfertigen. Dazu haben sie solche Hinweiskarten, wie zum Beispiel den dunklen Wald oder das Zwergenbier oder das wasserlösliche Schwert. Diese Karten müssen sie jetzt möglichst plausibel in die Geschichte einbringen, die alle Spieler gemeinsam erzählen. Dazu muss natürlich die Karte selbst passen. Man kann nicht plötzlich aus der Wüste zum dunklen Wald springen. Irgendwo muss es da einen zusammenhängenden Erzählstrang geben. Und weiter muss natürlich das auch mit allem einhergehen, was die anderen Spieler zuvor gesagt haben. Ansonsten wird es natürlich auffällig und das gefällt dem dunklen Meister gar nicht. Ein Spieler ist so lange dran, bis er alle seine Karten irgendwie vernünftig losgeworden ist oder bis er es schafft, eine Karte so geschickt zu legen, dass er es in die Geschichte einbringen kann, die Schuld weiterzugeben an anderen Spielern. Dann hat er so eine Aktionskarte, mit der er das tun kann. Er gibt das Erzählrecht an den anderen Spieler ab und dieser muss sich jetzt mit seinen Karten rechtfertigen. Das Witzige an diesem Spiel ist jetzt, dass sich, wenn ein anderer Spieler erzählt, zum Beispiel er erzählt über das Zwergenbier und baut das jetzt irgendwie mit dem dunklen Wald ein, kann ich plötzlich sagen, halt, er war doch noch. Dieses wasserlösliche Schwert, wer hat das denn damit was zu tun gehabt? Und da sieht man schon, ich kann einen Spieler plötzlich aus der Fassung bringen. Er ist gezwungen, auch diese Karte in seine Geschichte einzubauen. Und ja, wenn er das nicht kann oder seine Karten nicht hergeben, dann wird es schon schwierig für ihn, denn das fällt dem Meister natürlich auf. Ja, zuerst guckt er ein bisschen skeptisch, dann schon ziemlich ernst und zu guter Letzt wirft er einen tödlichen Blick und signalisiert damit, du bist das Opfer dieses Spiels. Dann kann das Opfer noch ein bisschen um Gnade winseln, ob das klappt oder nicht, sei mal dahingestellt. So jedenfalls hat der dunkle Meister ein Opfer gefunden und das Spiel geht zu Ende. Ja, der dunkle Meister, das bin natürlich ich. Ja, Herr Meister hängt natürlich ganz stark davon ab, mit welchen Leuten man das spielt. Das Spiel selbst ist keine Garantie auf einen lustigen Abend, aber wenn man das mit jung gebliebenen Menschen spielt und die auch noch möglichst kreativ sind und das meiste aus diesen Karten rausholen, dann verspreche ich, dass das einer der witzigsten Abende des Lebens werden kann. Also da gibt es so viele Geschichten, die daraus entstehen können, die kann man eigentlich schon im Prinzip aufschreiben. Weil das Spiel gibt wirklich gar nichts vor. Diese Karten sind so unterschiedlich, man kann die auf verschiedenste Weise miteinander kombinieren. Das ist echt toll. Und der Mechanismus ist super, dass man im Prinzip die Schuld probiert, die Schuld immer von sich selber wegzuweisen, auf andere Spieler zu schieben. Es klappt doch hervorragend. Und das Schöne ist, dass es eigentlich dabei keinen zu starken Regelmechanismus gibt. Und es gibt tatsächlich einen dunklen Meister, der das Geschehen ein bisschen leiten kann, wenn ein Spieler nicht vorankommt oder zu stark immer nur von anderen Spielern geärgert wird, dann kann er auch mal eingreifen und sagen, ja, jetzt erzähl du mir doch mal, wie das passiert ist oder so. Das ist einfach ein super Partyspiel. Es macht unglaublich viel Spaß. Man muss eben nur die richtigen Leute haben. Und wenn man das hat, dann würde ich dieses Spiel definitiv jedem empfehlen.